Dieses Haus sieht verlassen aus. Ich verstehe das nicht. Meine Quellen haben gesehen, wie hier noch vor einer Woche etwas angeliefert wurde. Aber es sieht aus, als stünde es seit Monaten leer. Denkt ihr, er hat die Spinnweben aufgehängt, um Steuereintreiber abzuschrecken? Ihr glaubt, das ist eine Falle? Großartig. Schon ewig her, seit mein Bruder das letzte Mal versucht hat, mich zu töten. So heißt du deinen Bruder also willkommen, Bartrand? Na schön. Sag Hallo, Bianca. Oh, Beric, bitte vergib mir, Bruder. Ich war einfach nur eifersüchtig auf dich. Wie konnte ich nur jemals mit dir um Mutters Liebe konkurrieren? Du bist stark, gut aussehend und so unglaublich klug. Was ist? Warum solltet ihr in diesem Punkt lügen? Was hättet ihr davon? Was wollt ihr von mir? Ich bin eingebrochen, habe meinen Bruder gefunden und es war äußerst unangenehm. Familienangelegenheiten eben. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ach, na schön. Wenn ihr die schmutzigen Details hören wollt, das könnt ihr haben. Diese Leichen sind noch nicht mal richtig kalt auf. Irgendjemand war heute... Sie hatten vollständig den Verstand verloren.
Irgendjemand hat uns hier eine Überraschung hinterlassen. Das war's schon. Was hast du nur getan? Ich glaube nicht, dass ich das kann. Machen wir Kirkwall zu einem besseren Ort für alle. Seid ihr das? Den Ahnen sei Dank. Moment, ich kenne diesen Mann. Er ist Bartrands Verwalter. Hugin, was ist hier geschehen? Varric, euer Bruder. Diese Statue, die er aus den tiefen Wegen mitgebracht hat. Bartrand sagte, sie habe für ihn gesungen. Auch noch nachdem er sie verkauft hatte. Ich habe mich hier versteckt, aber die Wachen, sie sind wie wild gewordene Tiere. Ich habe nicht gewagt, an ihnen vorbeizugehen. Alle in diesem Haus sind wahnsinnig geworden. Was hat er mit den Wachen gemacht, dass sie so geworden sind? Er hat sie gezwungen, Lyrium zu essen. Einigen der Bediensteten hat er bei lebendigem Leib Stücke aus dem Körper geschnitten. Er sagte, er wolle ihnen helfen, das Lied zu hören. Bitte, ihr müsst ihn aufhalten. Bartrand ist zwar nicht unbedingt der netteste Zwerg, aber das klingt überhaupt nicht nach meinem Bruder. Abgesehen von den Wachen habe ich hier keine lebende Seele gesehen. Was ist mit dem Rest des Personals geschehen? Ich weiß nicht, was Bartrand ihnen angetan hat. Bei den Ahnen,
Die Laute, die aus seinem Studierzimmer kamen. Ich hoffe, sie sind inzwischen tot. Was meint ihr damit, ihr hofft, dass sie tot sind? Es ist nur, wen, was auch immer ihr in diesem Zimmer finden mögt, Varric, gewährt ihnen einen gnädigen Tod. Alles wird gut. Ihr seid nun in Sicherheit. Ich wünschte, ich könnte das glauben, Mensch. Bartrand hat die Bediensteten mitgenommen und sich in seinem Studierzimmer eingeschlossen. Seit Tagen ist niemand mehr herausgekommen. Und diese verfluchten Wahnsinnigen schleichen weiterhin durch die Hallen. Wir gehen rein und holen ihn uns. Komm schon, Hawk. Beenden wir es.